Wien am 14. Oktober 2024. Das Geflüchtetenlager Moria auf der griechischen Insel Lesbos wurde zum traurigen Symbol für den Umgang mit Geflüchteten. Katrin Glatz-Brubak, Kinderpsychologin und Einsatzmitarbeiterin von Ärzte ohne Grenzen, hat dort zwischen 2015 und 2023 regelmäßig gearbeitet und dabei das Leben der Menschen in diesem Buch dokumentiert. Sie erörtert die Folgen der durchlebten Traumata für die Schutzsuchenden aus psychologischer Sicht. Was macht es mit Menschen, die trauern, wenn um sie herum die meisten anderen ebenfalls trauern? Wie gehen Kinder mit Verlust um und welche Rolle spielt Hoffnung? Die Schauspielerin Hilde Dalik liest Passagen aus dem Buch. Im Anschluss an die Lesung findet ein Gespräch mit Katrin Glatz-Brubak statt. Guten Abend, herzlich willkommen bei der heutigen Veranstaltung von Ärzte ohne Grenzen. Mein Name ist Marion Nitsch und ich werde Sie durch den Abend führen. Wir freuen uns ganz besonders, dass Hilde Dalik sich heute Zeit nehmen konnte, aus dem Buch Inside Moria von Katrin Glatz-Brubak zu lesen. Hilde ist mitten in den Dreharbeiten und hat sich das wirklich, es war ja sehr, sehr wichtig, heute hier zu sein. Und ja, deswegen hat sie es einfach möglich gemacht, dass es sich ausgibt. Vielen Dank, Hilde. Gerne. Und mindestens genauso sehr freue ich mich, dass ich heute Katrin Glatz-Brubak hier begrüßen darf. Katrin, vielen lieben Dank, dass du zu uns gekommen bist. Du hast dieses unfassbare Buch geschrieben und gibst diesen Menschen eine Stimme und sorgst dafür, dass wir nicht auf sie vergessen. Vielen lieben Dank. Bevor wir mit der Lesung beginnen, möchte ich ein paar Worte zu Moria sagen. Das Geflüchtetencamp Moria ist in die Geschichte eingegangen als größtes Geflüchtetencamp, das es jemals in Europa gegeben hat. Moria ist zum Symbol geworden für Unmenschlichkeit und für das, was Europa nicht geschafft hat, der europäische Kontinent nicht geschafft hat mit der sogenannten Flüchtlingskrise. Moria ist, vielleicht manche können sich von Ihnen noch erinnern, 2020 abgebrannt. Die Zustände dort waren unfassbar. Katrin war viele, viele Male in Moria und es hat sich die Situation nicht gebessert. Heute, 4 Jahre nach diesem Brand, gibt es ein neues Camp. Es hat einen offiziellen Namen, es heißt CCAC. Die Menschen dort nennen es Moria 2. Und das spricht Bände, denn die Situation geht genauso unhaltbar weiter, wie sie vorher war. Liebe Hilde, ich darf dich jetzt bitten zu lesen. Und nach der Lesung werde ich dann noch ein Gespräch mit Katrin Glatz-Brubak führen. Vielen lieben Dank. Kleine schwarze Buchstaben auf weißem Papier. Ironischerweise bringt dieses trockene, distanzierte mich dazu, den Umgang mit der Katastrophe in einer neuen Art und Weise wahrzunehmen. Ich ziehe den Reißverschluss der Weste mit dem Logo von Ärzte ohne Grenzen zu und blättere weiter in den Papieren, die vor mir auf dem Pult liegen. Es sind 2 Jahre vergangen, seit ich zum letzten Mal als freiwillige Helferin auf Lesbos war. Viel hat sich verändert und meine Rolle ist eine gänzlich andere als zuvor. Ich habe einen alten Traum verwirklicht, als Traumapsychologin vor Ort zu arbeiten. Im Spätherbst 2017 bewarb ich mich um eine Stelle als Psychologin bei Ärzte ohne Grenzen und mein erster Auftrag führte mich für ein halbes Jahr nach Kairo. Die Arbeit dort machte Appetit auf mehr. Gut wieder zu Hause angekommen, teilte ich der Organisation mit, dass ich im Jahr darauf gern wieder ins Ausland gehen würde. Und dabei, am allerliebsten,
nach Lesbos. Jetzt sitze ich hier, stolz drauf, für eine Organisation zu arbeiten, die mir am Herzen liegt. Sie wurde 1971 gegründet, weil Ärzte, die während des nigerianischen Bürgerkriegs von 1967 bis 1970 in Biafra gearbeitet hatten, sahen, dass es nicht nur Bedarf für medizinische Hilfe gab, sondern dass jemand auch Bericht über die Verhältnisse erstatten musste. Sie schlossen sich mit Journalisten zu einer Gruppe zusammen, die allen, unabhängig von Zugehörigkeit und Konfliktparteien, ärztliche Hilfe zuteilwerden lassen und gleichzeitig vermitteln sollten, was sie vor Ort sahen. So wollten sie Übergriffe verurteilen und Politiker, Kriegsherren und andere für Situationen zur Verantwortung ziehen, die große humanitäre Konsequenzen hatten. Hilfe und Aktivismus. Für mich ist das die perfekte Kombination. Zu Beginn bestand Ärzte ohne Grenzen aus 300 Freiwilligen. Jetzt arbeiten weltweit mehr als 60.000 Angestellte in unterschiedlichen Projekten für die Organisation. Von Juni bis Oktober 2019 war ich Teil des Teams auf Lesbos, das aus ortsansässigen Fachleuten und Zugereisten bestand. Im Laufe dieser Monate sollte sich in Moria nahezu alles verändern. Zu Beginn des Sommers 2019 wohnten rund 6.000 Menschen in Moria. 6.000 Menschen, die die Reise nach Lesbos überlebt hatten, jedoch alsbald erfuhren, dass der weitere Weg nach Europa versperrt war, sodass sie gezwungen waren, auf unbestimmte Zeit in diesem Flüchtlingslager zu wohnen. Innerhalb der vergangenen 2 Jahre war Moria wiederholte Male derart überfüllt gewesen, dass die Behörden mehrere tausend Menschen aufs Festland in neue Lager gebracht hatten, um den Druck zu senken. Es war immer noch beengt in Moria. Jedoch wirkten die Verhältnisse im Vergleich zu meinem letzten Aufenthalt hier ziemlich gut organisiert. Die meisten, die nach Moria kamen, wohnten nunmehr 2 bis 3 Jahre hier. Der Asylprozess war extrem zäh und es galt einfach, sich auf langes Warten einzustellen. Wer sich leisten konnte, nutzte die Wartezeit dazu, die Bedingungen, so gut es sich machen ließ, zu verbessern. Ein Teil ersetzte die Zelte durch kleinere, selbstgezimmerte Schuppen mit Brettern und Paletten als Gerüst und nutzte für Dach und Wände Planen und Pappplatten. Vor einigen dieser Schuppen tauchten kleine Duschräume auf, die die Bewohner selbst gebaut hatten. Einmal ein Meterrahmen mit einer Plane drumherum und einer cleveren Schleusenkonstruktion, die dafür sorgte, dass niemand hineinschauen konnte. Mit einem Eimer für das Wasser konnten sich die Menschen hier hinter der Plane Haare und Körper waschen. Hatten sie ausreichend Feuerholz gesammelt, konnten sie einen Teil des Wassers sogar erwärmen. Dem Moria-Standard entsprechend war das Luxus. Bei dem vor mir liegenden Papierstapel handelt es sich um Überweisungen an die Poliklinik der Ärzte ohne Grenzen. Sie sind im Großen und Ganzen kurz gefasst, beherbergen jedoch einen Schmerz, der mir fast den Atem nimmt. Und es sind so fürchterlich, fürchterlich viele. Wurde im Alter von 16 mehrfach vergewaltigt mit anschließender Schwangerschaft, leidet unter Flashbacks. Führt Selbstgespräche und fühlt sich verfolgt, trägt zur Selbstverteidigung immer ein Messer bei sich. Der Freund berichtet von grober Folter im Iran. Mädchen hat 2x5 bis 6 Tabletten genommen, war Zeugin eines Messerangriffs, keine Interaktion mit anderen Kindern. Wurde an der Grenze zur Türkei von ihrer 10-jährigen Tochter getrennt, weiß nicht, wo sie ist, schlaflos. Hinter den
wenigen Worten verbergen sich Blatt für Blatt Geschichten. Leben, die sich nicht mehr wie Leben anfühlen. Von anderen Menschen zugefügte Traumata. Die Aufgabe auswählen zu müssen, wer bei uns Hilfe bekommen soll, gibt mir das Gefühl, eine Henkerin zu sein. So viele mit offensichtlichen Bedürfnissen müssen wir abweisen. Beim Briefing vor der Abreise wurde ich gewarnt, dass Ärzte ohne Grenzen Moria als einen der brutalsten Einsatzorte einstuft. Sehr viele kehrten hier ausgebrannt nach Hause zurück. Äußerlich konnte es wie das aussehen, was wir scherzhaft als einen Prinzessinnenauftrag bezeichnen. Die Einsatzkräfte auf Lesbos wohnten in normalen Häusern in der Nähe. Es gab keine Kriegshandlungen und wir konnten uns frei bewegen. Im Gegensatz zu vielen anderen Gebieten, in denen Ärzte ohne Grenzen aktiv ist. Was den Auftrag dennoch ungemein herausfordernd machte, war, dass die Situation, in die wir reisten, keiner Naturkatastrophe oder Epidemie geschuldet war. Das war gewolltes Leid. Und es waren 4 Jahre vergangen ohne irgendeine Verbesserung. Und das in einem Erdteil der Welt, von dem wir wussten, dass er sowohl über die Ressourcen als auch über die Kapazität verfügte, die Situation zu lösen, sofern der politische Wille dazu bestand. Selbst bei professionellen Helfern zehrte das an den Kräften und rief ein schmerzliches Gefühl der Hilflosigkeit hervor. 2019 hatte Ärzte ohne Grenzen 2 Kliniken auf Lesbos. Die eine war eine typische Feldklinik auf dem Acker. Dort war die Organisation seit 2017 tätig. Nachdem Ärzte ohne Grenzen sich 2016 aus Protest gegen den EU-Türkei-Vertrag aus dem Lager zurückgezogen hatte, vergingen 1,5 Jahre, bevor sie in der Nachbarschaft wieder aktiv wurde. Das gefundene Grundstück lag perfekt. Vom Haupteingang von Moria aus mussten die Menschen nur die Straße überqueren und dieser 50 Meter folgen, bevor sie in den Klinikbereich gelangten. Über den Acker verteilt standen ein paar Zelte unterschiedlicher Größe sowie einige Container. Die Wege dazwischen waren mit Kies bedeckt. Unter einem großen Olivenhain standen von Wind und Wetter grau gewordene, selbstgetischlerte Bänke, während auf der einen Seite des Bereichs eine Plane allen, die in der Schlange warteten, willkommenen Schatten bot. Im Juni hatte die Sommerwärme noch nicht gänzlich um sich gegriffen. Jedoch wussten wir, dass das Thermometer in den Zelten zu einem späteren Zeitpunkt des Sommers bis zu 45 Grad anzeigen würde. Am Tor im Zaun hing das große Banner mit dem Logo, das deutlich signalisierte, dass hier Hilfe zu bekommen war. Das war die Klinik für Frauen und Kinder und der Stab war entsprechend zusammengesetzt. Hier arbeiteten neben den Kinderpsychologen Ärzte, Krankenschwestern und Hebammen. Wir hatten einige Dolmetscher und ein Team von Health Promoters, das sich um die Gesundheitsaufklärung von Flüchtlingen kümmerte. Viele in dieser engagierten Gruppe waren selbst Asylsuchende auf der Insel gewesen und hatten einen Flüchtlingsstatus sowie eine Arbeitserlaubnis erhalten. Jetzt wohnten sie in kleinen Einraumwohnungen und arbeiteten im direkten Umfeld einer Krise, von der sie selbst gerade noch ein Teil gewesen waren. Ihre Sprach- und Kulturkenntnisse waren von unschätzbarem Wert, zumal sie zusammen alle Sprachen sprachen, die es in Moria gab. Wir Psychologen waren in den Zelten ganz hinten rechts tätig. An der Tür zum Therapiezelt fanden sich dicht an dicht bunte Handabdrücke, die die Menschen willkommen hießen. Zusammengezimmerte Paletten in allen Farben des Regenbogens fungierten als Tisch, während sich in einer Ecke zum Ausruhen und Spielen große, gemütliche Kissen befanden. Wir hatten reichlich Malsachen und auf einem Regal lagen ein Ball, ein paar Handpuppen, Puzzle und Seifenblasen.
An der einen Wand hingen an Schnüren aufgereiht Kinderzeichnungen. Die Kinder, die hierher kamen, wollten nicht immer reden. Viele aber liebten es zu spielen. Eine psychologische Faustregel lautet: Solange es spielt, besteht für das Kind und seine Entwicklung Hoffnung. Deshalb brauchten wir im Kinderzelt Platz. Platz, um auf die Jagd nach Seifenblasen herumzutun, Türme zu bauen und Bälle zu werfen. Viele Eltern, die in ihrer Verzweiflung mit Kindern hierher kamen, die unter Albträumen, Bauchschmerzen oder Unruhe litten, sahen mit Verwunderung, dass wir in der Therapie spielten. Der Glaube an Verbesserung sprang jedoch über, als sie sahen, wie die Kinder zum ersten Mal seit langem auftauten und lächelten oder sich entspannten. Es war gut, ein bisschen Abstand zu dem Lärm draußen zu haben. Das waren hektische Gespräche in der Warteschlange, hitziges Kinderweinen, wenn die kleinen Spritzen bekamen, sowie ein konstanter Verkehr zwischen den Zelten, wenn Papiere übergeben, Bescheide vermittelt oder Patienten zum nächsten Betreuer begleitet werden mussten. Alle Kinder, die an das Psychologenzelt verwiesen wurden, waren traumatisiert, verschreckt und unruhig und brauchten jede Abschirmung, die sie kriegen konnten. In Moria bekamen sie diese nicht. Ganz hinten, auf dem Überweisungsformular der Klinik, gab es eine Rubrik mit der Frage: Wann begannen die Beschwerden? Die Antwort war fast immer: In Moria. Kinder, die vor ihrer Ankunft hier über psychische Ressourcen verfügten, ihre Erlebnisse einigermaßen zu meistern, tendierten dazu, nach einigen Monaten im Lager schlechter zu funktionieren oder zusammenzubrechen. In Mytilini hatte Ärzte ohne Grenzen eine weitere psychologische Poliklinik. Diese war für Erwachsene und befand sich in einem umgebauten Bürohaus mit Behandlungszimmer und einer netten Rezeption. In dieser konnten die Patienten warten, bis der Psychologe, Arzt oder Sozialarbeiter sie zur Sprechstunde abholte. In diesem Gebäude sitze ich mit dem überwältigenden Papierstapel und habe das Gefühl, das gesamte Elend der Welt zwischen meinen Händen zu halten. Ein krumm gebeugter Mann schlurft langsam auf die Klinik zu. Er wird von einem Kameraden begleitet, der ihn regelrecht mit sich zieht. Allerdings liegt in diesem festen Griff keine Strenge, sondern Fürsorge. Nachdem sie durch die Glastür ins Erdgeschoss gelangt sind, platziert er den apathischen Mann auf einem der schwarzen Ledersofas im Wartezimmer, bevor er sich an die Rezeption wendet. Sie haben keinen Termin, sagt er, besteht jedoch darauf, dass der Freund Hilfe brauche, und zwar jetzt. Die Kalender der Psychologen und der einen Psychiaterin sind im Großen und Ganzen voll. In akuten Situationen finden wir jedoch immer Raum für eine Einschätzung und das Planen von weiterer Hilfe. Dieser Mann sieht nicht so aus, als könne er warten, weshalb der Rezeptionist mich anruft und bittet zu kommen. Sein Freund kommt mir in der Türe entgegen und hat jede Menge auf dem Herzen. Ich musste ihn an mir festbinden, um ihn daran zu hindern, sich das Leben zu nehmen, beginnt er, bevor ich es schaffe, ihn zu begrüßen. Ich erkenne schnell, dass der Patient abgeschirmt werden muss und möchte ihn davor schützen, dass seine Geschichte in einem offen zugänglichen Warteraum erzählt wird. Daher bitte ich Sie nach oben in mein Büro. Der Fahrstuhl ist für einen von Angst geplanten Mann ausgeschlossen, weshalb wir die Treppe nehmen. Die Treppenstufen sind hoch und der apathische Mann müht sich damit ab, die Füße hoch genug zu heben. Als wir endlich in der zweiten Etage in meinem Büro ankommen, plumpst er schwerfällig auf einen Stuhl. Sein Begleiter holt sich einen Stuhl aus der Ecke und setzt sich neben ihn. Jetzt erzählt er, dass die beiden eigentlich keine Kameraden seien. Sie schlafen in einem Zelt zufällig nebeneinander
und nicht nur er mache sich Sorgen um den Mann. Es fing damit an, dass er im Traum heftig geschrien und sich manchmal eingenässt hat. Das hatten nach Folter und Traumata viele von ihnen erlebt, weshalb sie so taten, als sei nichts, und ihm dabei halfen, die Wolldecke zu waschen, damit sich der Uringeruch nicht im Zelt festsetzte. Dann fing er an, mit den Flugzeugen zu sprechen. Auf langen Wanderungen über die Pfade von Moria richtete er den Blick ständig gen Himmel und hielt nach Flugzeugen Ausschau. Er behauptete, Nachrichten von ihnen zu empfangen, dass es jemand auf ihn abgesehen habe, dass seine Zeit bald vorüber sei. Da hatte er sich ein Messer zugelegt. Nachts lag es unterm Kissen und am Tag trug er es immer in der Innentasche. Würde es notwendig sein, war er bereit, sich zu verteidigen. Nach ein paar Monaten in chronischer Alarmbereitschaft war er kollabiert. Er wurde apathisch, aß kaum und beteiligte sich nicht an Gesprächen oder Aktivitäten. Dem Zeltkameraden zufolge war das Einzige, worüber er sprach, dass er sterben wolle, dass er es nicht mehr aushalte, dass er sich innerlich so oder so tot fühle und dass nichts Sinn habe. Am Abend zuvor hat er plötzlich ungewohnt energisch gewirkt und erklärt, dies sei der Tag. Er wolle in den Wald, um zu sterben. Der Mann, der ihn jetzt in die Klinik gebracht hatte, war ihm gefolgt, hatte mit ihm gesprochen und ihn dazu bewegt, wieder ins Zelt zurückzukehren. Der Suizidale war jedoch erneut hinausgegangen, wo sich das Gleiche wiederholt hatte. Es vergingen viele Stunden, bevor der Kamerad seine Strategie, ihn zur Umkehr zu überreden, aufgab. Das Letzte, womit er sich helfen konnte, war ein Gürtel. Damit befestigte er den Körper des Mannes an seinem und sorgte dafür, dass sich die Gürtelschnalle außer Reichweite des Kranken befand. So hatten sie geschlafen, dicht beieinander und mit einem Ledergürtel als Symbol von Solidarität und Mitmenschlichkeit. Nahezu einer von 10 Flüchtlingen, die Ende 2019 in Griechenland ankamen, waren unbegleitete Minderjährige, also Kinder und Jugendliche, die ohne Eltern auf der Flucht waren. Sie hatten ein Recht auf einen eigenen Wohnbereich mit mehr Platz und größerer Sicherheit als die Erwachsenen. In Moria war aber der dafür reservierte Bereich voll und dem Anrecht wurde in keiner Weise nachgekommen. Vereinzelt wurden Kinder nie als unbegleitete Minderjährige registriert. Anderen wurde mitgeteilt, dass ihnen der zugedachte Bereich mit besonderem Schutz belegt sei und sie müssten einfach selbst nach einem Obdach suchen. So verpassten sie die Möglichkeit, in einem abgeschirmten Bereich zu wohnen und wurden des Rechts auf ein vereinfachtes Asylverfahren beraubt. Unbegleitete Minderjährige haben Anspruch auf Schutz und einen erwachsenen Vormund mit der Verantwortung, auf sie Acht zu geben und ihnen durch das Verfahren hindurch zu helfen. Ohne Begleitung eines verantwortlichen Erwachsenen konnten sie beispielsweise auch keinen Arzt oder Psychologen aufsuchen. Jeden Tag waren freiwillige Helfer in den beiden Bereichen für unbegleitete Minderjährige unterwegs. Vormittags waren sie bei den Jüngsten, ganz oben auf der Anhöhe, und am späteren Nachmittag unten bei den Jugendlichen. In diesen eingezäunten Bereichen des Lagers wohnten 500 Minderjährige, die keinen Erwachsenen hatten, bei dem sie Unterstützung und Schutz finden konnten. Einige waren elternlos, weil Mama und Papa während des Krieges oder auf der Flucht ums Leben gekommen waren. Und einige waren Kinder von Menschen, die wegen Widerstandes gegen das Regime verschwunden waren. Andere waren im Rahmen einer chaotischen Flucht von der Familie getrennt worden und wussten nicht, ob die Eltern noch lebten oder nicht. Wieder andere waren auf eigene Faust Richtung Europa geschickt worden,
weil die Eltern nicht die Gesundheit oder die finanziellen Möglichkeiten hatten, sich selbst auf die Flucht zu begeben. Vielleicht dachten die Mütter und Väter, alles sei besser als das, was sie ihnen zu Hause bieten konnten. Vielleicht dachten sie, dass selbst ein unsicheres Leben in Europa besser sei als Krieg, Tod und Verderben. Und vielleicht setzten sie ihr Vertrauen da hinein, dass sich irgendwo jemand, ein Mitmensch ihres Kindes annehmen würde. In Moria kam die Fürsorge in Form eines Wachturms und Zäunen mit Stacheldraht daher, die die unbegleiteten Minderjährigen vom Rest des Lagers trennten. Eine Einzäunung für kleine Kinder und weibliche Jugendliche, eine für Jungen zwischen 12 und 18 Jahren. Der Bereich war für maximal 160 Bewohner ausgelegt. Jetzt waren es 520. Zudem wohnte eine unbekannte Anzahl von Kindern ohne Eltern außerhalb des Zauns, im Zelt von Nachbarn aus der Heimat oder bei Menschen, die sie auf der Flucht kennengelernt hatten. Einige von ihnen schliefen dort, wo sie einen Platz zum Hinlegen fanden. In der Klinik sahen wir seit ein paar Monaten, dass auf einigen Überweisungen von Kindern in der Rubrik für die Adresse keine Zeltnummer angegeben war. Lebt auf dem Boden zwischen Moria und Olive Grove, konnte dort stehen. Grund der Überweisung: Selbstverletzung. Dann wussten wir, dass irgendwo auf dem Asphalt oder im Graben am Weg hinauf zum Dschungel ein Kind lebte, das alleine und ohne Zelt war und ein großes Bedürfnis nach Hilfe hatte. Einige behaupteten dennoch, dass es innerhalb der Zäune in der sogenannten Safe Zone genauso unsicher war wie außerhalb. Unter den Jugendlichen galt das Recht des Stärkeren und für schmächtige Jungen war es gelinde gesagt eine schlechte Lösung, zusammen mit denen, die größer und stärker waren, in eine Art Käfig eingesperrt zu sein. Die Platzierung neben der Gefängnisabteilung des Lagers ließ die Stimmung nicht weniger rau werden. Trotzdem, der Status des unbegleiteten Minderjährigen brachte einen großen Gewinn mit sich. Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge wurden nicht in die Türkei oder in das Heimatland rückgeführt. Das war auch das Argument einer verzweifelten Mutter, der ich einmal begegnete, die allen Ernstes überlegte, ob das Beste, was sie und ihr Mann tun könnten, um die Chance der Kinder auf ein besseres Leben zu erhöhen, darin bestand, Selbstmord zu begehen. Da würden die Kinder zu unbegleiteten Minderjährigen und Rechte erhalten, die sie als Teil einer Familie nicht hatten. Der Fuß des kleinen Jungen rührte sich kaum. Ich hatte ein weiteres Mal einen Ball in seine Richtung gerollt und ihn zum Spielen animiert. Während meines Aufenthalts im vergangenen Jahr war er viele Monate lang in die Klinik gekommen und wir hatten uns große Sorgen um seine Entwicklung gemacht. Tagsüber saß er großteils mit dem Rücken den anderen zugewandt da und wenn er zu uns in die Klinik kam, dann mit verschränkten Armen und mit einem skeptischen Blick. Er wollte nicht hierher kommen. Eigentlich wollte er überhaupt nichts. Die heutige kleine Bewegung seines Fußes verriet jedoch, dass er zumindest ein wenig Interesse am Spiel mit dem Ball hatte. Bei Kindern, die sich von der Welt zurückgezogen haben und das ganze Leben in ihrer eigenen Fantasie und Furcht leben, sind positive Signale, dass sie in Betracht ziehen, anderen zu vertrauen, mitunter schwer zu erkennen. Da muss die Geduld des Erwachsenen bei den Versuchen, Vertrauen aufzubauen, entsprechend groß sein. Ich hockte auf dem Fußboden, während Mohammed auf dem Schoß seines Vaters saß. Sein Blick war nach wie vor skeptisch, aber der Fuß hatte sich immerhin bewegt. Ich versuchte es erneut, bereitete ihn darauf vor, dass der Ball kommen würde, fragte, ob er bereit sei und rollte den Ball zu ihm.
während ich versuchte, seinem Blick zu begegnen. Das hatten wir heute ungefähr 20 Minuten lang so gemacht. Und jetzt war die Bewegung im Fuß ein bisschen größer geworden. Nach Monaten gänzlich ohne Reaktion war das ein großer Schritt. Mohammed war zusammen mit seinen Eltern und seinen drei älteren Schwestern in Moria. Zu Hause in Syrien war die Familie auf der Suche nach Sicherheit vor den Schrecken des Bürgerkriegs von Stadt zu Stadt gezogen, hatte aber im Land bleiben wollen, im bekannten Umfeld. Außerdem dachten sie, der Krieg würde nicht so lange dauern. Sie hatten ihr Land wieder mit aufbauen wollen. Das war bevor die Bomben einschlugen. Obwohl niemand in der kleinen Familie ernsthaft verletzt wurde, war es, als sei die Kapazität des kleinen Bruders, sich zu entwickeln und sich auszudrücken, gelähmt worden, als es knallte. Seither hatten sie von ihm kein Wort vernommen. Ihn nicht spielen sehen. Als es geschah, war er 3 Jahre alt gewesen. Mittlerweile war er 5. Der Abwechslung halber versuchte ich es mit Seifenblasen. Die habe ich bei meinen Einsätzen immer dabei. Nicht vielen Kindern gelingt es, der Lust zu widerstehen, mit ihnen zu spielen. Mohammed folgte den Blasen mit seinem Blick, berührte sich jedoch nicht. Sein Vater versuchte ihn zu motivieren und streckte seine Hand aus, um sie zum Platzen zu bringen. Der Junge zog die Hand schnell wieder an sich, warf vielmehr einen schnellen Blick auf den Ball, der jetzt neben mir lag. Ja, du schaust zu dem Ball. Ich glaube, du möchtest, dass ich ihn nochmal zu dir rolle, sagte ich, so als würde ich dem Jungen meine Stimme leihen. Dieses Mal bewegte er den Fuß ein bisschen mehr. Als der Ball das nächste Mal zu ihm rollte, schickte er ihn mit einem vorsichtigen Tritt zurück. So viel Bewegung hatte zuvor keiner von uns bei diesem Kind gesehen. Der Vater sah uns verwundert an, blieb jedoch ruhig und wartete ab, was der Junge tun würde. Ich rollte den Ball erneut zu ihm. Jetzt war es, als würde er es wagen, in die Welt hinauszutreten. Er schoss den Ball unverkennbar in meine Richtung. Mit einem kleinen Sprung war auf den Füßen und bereit, ihn wieder entgegenzunehmen. Jeder Schuss hatte mehr Kraft. Bei jedem Schuss war ein wenig mehr Leben in ihm. Bis er den Ball in die Hand nahm und ihn mit seinem ersten Lächeln in 2 Jahren eifrig in die Luft warf. Es klirrt heftig im Schlüsselbund des Wachmanns, als er sich auf der anderen Seite des Tors nähert. Schweigend öffnet er das Vorhängeschloss und anschließend öffnet er das 4 Meter hohe Tor zur Jugendabteilung. Die Scharniere knarren. Es dämmert, als wir über aufgeplatzten Asphalt und festgetrampelte Erde hineingehen. Das Licht einer einzelnen Straßenlaterne fällt auf den grauen Boden und reicht aus, damit eine Gruppe von Jungen auf dem kleinen Fleckchen Asphalt Fußball spielen kann. Was auf den ersten Blick wie Bretterzäune entlang des Spielfelds aussehen mag, sind die Baracken, in denen die Jungen wohnen. Sie haben Gitter vor den Fenstern. Wir stecken die Köpfe in eine der Baracken, um zu überprüfen, wie es dem Jungen geht, der gestern Fieber hatte. Die Luft in dem maximal ausgenützten Raum ist stickig. 3-stöckige Etagenbetten stehen mit den kurzen Enden zur Wand gerichtet. Sie trennt ein knapper Meter, wodurch hier nicht viel Platz ist, um sich zurückzuziehen und etwas Ruhe zu bekommen. Wenn schlimme Erinnerungen sich ins Gedächtnis pressen oder die Sehnsucht nach Mama so groß wird, dass Tränen fließen. Der kranke Junge liegt in einem der Betten, weit hinten im Raum, und wir steigen über Taschen und Schuhe, wie wir es in jedem Kinderzimmer gemacht hätten. Er ist zerzaust, aber es geht ihm heute etwas besser. Er bekommt ein wenig Cola und Obst. Während mein helfender Kollege mit ihm spricht und sich um ihn kümmert,
wird mir bewusst, dass die Fürsorge und die Aufmerksamkeit für den Kranken viel wichtiger sind als Essen und Trinken. Diese Jungen haben keine festen Bezugspersonen, die ihnen die Hand auf die Stirn legen, wenn sie krank sind. Keinen, der sie fragt, wie es ihnen geht. Niemanden, der sie an einem besonders schweren Tag in den Arm nimmt. Sie wirken tough. Allerdings braucht es nicht viel, um die raue Schale zu durchschauen. Nach unserem kurzen Krankenbesuch sollen wir einen Aktivitätsraum öffnen, den die Freiwilligen an einigen Tagen in der Woche für jeweils 2 Stunden betreuen. Als wir aufschließen, herrscht ungeduldiges Geplauder und es gibt Tendenzen zu Rangeleien, weil jeder als Erster zu den Spielen will, als Erster auswählen will. Einige stolpern fast über das kleine Zelt, das direkt vor der Eingangstür aufgestellt ist. Weil die Baracken bis zum Bersten gefüllt sind, schlafen hier jetzt 3 Jungen auf dem Asphalt neben der Tür zu unserem Aktivitätsraum. Eindeutig am beliebtesten sind die Kartenspiele. Und eine Vierergruppe jubelt zufrieden, nachdem sie sich eins gesichert hat und zur ersten Runde austeilen kann. Ein älterer britischer Herr ist in der 3. Woche als Freiwilliger hier und bietet Englischunterricht an. Besonders ein Junge aus dem Iran ist eifrig bei der Sache und die beiden, der Freiwillige könnte sein Großvater sein, sehen aus wie beste Freunde, wie sie sich dort über das Wetter, ihr Lieblingsessen und die Farben im Raum unterhalten. Nachdem die schriftlosen Spiele wie Ludo und Mikado aus den Regalen verschwunden sind, steht einer der älteren Jugendlichen immer noch ein wenig ratlos mitten im Raum. Er gehört zu den Vorsichtigeren. Ich schlage vor, dass wir zusammen puzzeln könnten, worauf er sich neben mich hinsetzt und das Bild auf der Schachtel in Augenschein nimmt. Ich zeige ihm, wie wir das Bild mit den Teilen nachbauen müssen. Jedoch fällt es ihm schwer zu verstehen, wie die Teile zusammenpassen sollen. Er hat noch nie zuvor gepuzzelt und dieses System ist für ihn genauso unverständlich wie das System, in dem er lebt. Er weiß nur, dass er weg will und nach 1,5 Jahren hinter diesen hohen Zäunen. Er ist 17 und in 1 Jahr werden für ihn andere Spielregeln gelten. Willst du es versuchen? Frage ich an einem Tag, an dem ich oben bei den jüngsten unbegleiteten Minderjährigen bin. Vorsichtig, und ich halte einem 5-Jährigen die Seifenblasen hin. Dass uns eine gemeinsame Sprache fehlt, kompensiere ich mittels Körpersprache. Er hat mich eine Weile beobachtet, während ich Seifenblasen machte, und hat sie mit der Hand gefangen. Wir sitzen ein wenig abseits von den anderen Kindern, wodurch wir die nötige Ruhe haben, um Kontakt zu knüpfen. Als ich ihn zum ersten Mal sah, spielte er vorsichtig mit ein paar kleinen Autos. Als schließlich ein paar ältere Jungen ihn wegschubsten und ihm die Autos wegnahmen, protestierte er nicht, sondern begab sich in den Schatten eines Baums und spielte dort mit ein paar Zapfen. Jetzt hält er den kleinen Behälter mit Seifenwasser unsicher in den Händen und setzt ein kaum sichtbares Lächeln auf, als es ihm gelingt, seine erste Seifenblase zu erzeugen. Ich fange sie vorsichtig mit der Hand, bevor wir beide "Oh!" sagen, als sie platzt und verschwindet. Noch einmal und noch einmal. Ich frage mich, wie die Tage hier für ihn sind. Er wohnt hinter einem hohen Stacheldrahtzaun, in einer Isobox mit Kindern, die sowohl größer als auch stärker sind als er. Das Gebrüll von 3 Jungen, die im Begriff sind, aufeinander loszugehen, lässt uns zusammenzucken. Der eine schafft es, eine solide Ohrfeige auszuteilen, bevor es dem Wachmann gelingt, sie zu trennen. Ich kann ihre Sprache nicht, aber es sind ganz sicher Schimpfwörter, die uns wie scharfe Pfeile um die Ohren fliegen. Mein kleiner Freund steht
mucksmäuschenstill da. Seine aufgerissenen Augen berichten von der Furcht, die er dabei verspürt, hier alleine leben zu müssen. Die Psychologen und Sozialarbeiter, die die unbegleiteten Kinder betreuen, haben große Herzen, aber viel zu wenig Zeit. Sie berichten von häufigen Konflikten unter den Kindern, mehrere hundert traumatisierte Kinder auf viel zu kleinem Raum, ohne sonderlich viel Struktur zu versammeln. Das ist dazu verurteilt, Reibereien zu erzeugen. Wer sich mit Frustration, Unsicherheit und schlimmen Erinnerungen herumplagt, verliert mitunter schnell die Fassung. Alle leben mit Entbehrungen. Viele waren Übergriffen ausgesetzt. Eine 16-Jährige wohnt hier zusammen mit ihrem kleinen zweijährigen Sohn. Der Junge ist das Ergebnis einer Vergewaltigung, die seine Mutter auf der Flucht hierher erleben musste. Eine ganze Gruppe von Jungen kam mit einem Mann nach Lesbos, den sie Onkel nannten. Keiner von ihnen konnte jedoch glaubwürdig erklären, wer dieser Mann war oder welche verwandtschaftliche Beziehungen sie hatten. Der erwachsene Mann seinerseits konnte auch nicht glaubhaft darlegen, dass er mit den Jungen gute Absichten hatte, und jetzt saß er wegen Verdacht des Menschenhandels in Haft. Vielleicht hatten die Jungen Glück, von ihm getrennt zu werden. Ein Dasein in einem Käfig im Lager Moria ist jedoch so weit von dem entfernt, was wir als eine anständige Betreuung bezeichnen würden. Dass es sehr, sehr schwer zu begreifen ist. Gut, Katrin, erzähl uns doch bitte mal, wie es überhaupt begonnen hat mit Moria, weil eigentlich ist ja dein erster Aufenthalt dort zufällig passiert. Ja, wirklich. Ich sollte eigentlich zu einem Fachseminar für Kollegen, also wir zusammen, Traumatherapeuten eben, wir wollten so ein bisschen das Jahr planen und uns gegenseitig fachlich stärken. Und dann, das war die Überschrift von der Reise, und Untertitel war eben Wein trinken, griechische Sonne genießen, baden gehen. Das war, was wir so geplant hatten. Aber die Tickets hatten wir dann im Januar bestellt, und als es dann August kam, kamen natürlich dann auch ganz, ganz viele Flüchtlinge. Das war der Anfang von der sogenannten Flüchtlingskrise. Und als wir dann da waren, da kamen die ersten, die ich getroffen habe, war eine Mutter, die ganz apathisch am Straßenrand saß, hatte ein Kind von 3-4 Monaten im Arm, auch das Kind total apathisch. Es waren 40 Grad ungefähr, also richtig schön Hochsommer, und sie waren, an dem Tag waren sie 30 Kilometer gelaufen, denn zu dem Zeitpunkt sind sie im Norden der Insel angekommen. Doch es war aber verboten, diese Menschen ins Auto mitzunehmen. Auf jeden Fall, sie hatte die Brustmilch verloren, weil sie eben so viel im Stress war, so viel Kummer hatte, und jetzt hatte sie nur noch Wasser in der Flasche von diesem Kind. Und da sind wir eben so nah an das Leiden gekommen, dass ich nicht mehr wegschauen konnte. Und als ich dann nach Hause kam, ich war nur 5 Tage da das erste Mal, und ich kam nach Hause und mein Mann hat so gesagt, ja, was hast du denn gesehen, was hast du erlebt, kannst du erzählen? Und da habe ich angefangen zu heulen. Ich heule sehr leicht, aber da hatte ich einen guten Grund. Und habe einfach gesagt, das kann nicht so weitergehen. Wir können das nicht zulassen. Ja, und seitdem bin ich 13 Male auf Lesbos gewesen. Vielen Dank. Und wir haben hier vorher miteinander telefoniert, und ich habe dich gefragt, wie man dazu überhaupt kommt, sich als Psychologin in der Psychotherapie auf schwer traumatisierte Kinder zu spezialisieren. Du hättest dir ja alles aussuchen können, ja? Aber du hast dir
ja, etwas ausgesucht, was viele von uns ganz besonders schlimm erleben, nämlich wenn Kinder sehr, sehr leiden müssen. Und ja. Ja, es ist ja aber auch, wenn das Leiden so groß ist, ist die Belohnung dann auch sehr groß, wenn man dann schafft, was zu machen. Wie mit dem Jungen zum Beispiel, der mit dem Ball zum Schluss endlich gespielt hat. Wenn man es analysieren möchte, ich habe das erste Mal, als ich ein traumatisiertes Kind getroffen habe, da war ich 4 Jahre alt, da kam mein Bruder als Adoptivkind zu unserer Familie, er war auch 4 Jahre alt. Und als Kind habe ich ja nicht verstanden, was er tat, warum er, wenn wir Silvester gefeiert haben, unter den Tisch gekrochen ist und geheult hat. Oder warum wir jahrelang, nachdem er angekommen ist, immer noch Brot hinter den Büchern im Bücherregal gefunden haben, weil er sie versteckt hat, falls es morgen kein Essen mehr gab. Und je mehr ich jetzt mit traumatisierten Kindern arbeite, je öfter denke ich an ihn, denn er war und zum Teil ist ganz typisch für eben stark Traumatisierte. Und ich glaube, ein Teil davon ist vielleicht, dass ich auch versucht habe zu verstehen, was ich damals gesehen habe. Vielen Dank. Ich habe das Bild mit den Seifenblasen gebracht, weil ich es so schön finde und du hast mir noch ein anderes Bild geschenkt, als wir telefoniert haben. Ich habe dich gefragt, das ist eine Frage, die so häufig auch von Menschen gestellt wird, an Mitarbeiterinnen von Ärzte ohne Grenzen, wie hältst du das aus? Wie gehst du damit um? Und die Antwort merke ich mein ganzes Leben lang. Oh, jetzt Das waren die Lichter. Du hast gesagt, die Lichtpunkte, ja. Ja, genau, je näher man rangeht, hast du gesagt. Ja, es ist ja so, also wenn man von Moria hört oder die Nachrichten zuguckt, dann hört man ja immer nur das Katastrophale, wie viele Menschen im Lager leben oder wie viele umgekommen sind in den Booten, wie viele, ich komme auch gerade aus Gaza, ich habe da gearbeitet, eben wie viele Bomben gefallen sind, wie viele Kinder amputieren müssen. Man hört eben nur das Schlimme, aber je näher man dran geht, je mehr von diesen Lichtpunkten sieht man eben. Es wird kein Nachrichtenbericht geben über ein Kind, das nach 3 Jahren endlich redet. Es wird keinen Nachrichtenbericht darüber geben, wenn ich mit einer 10-Jährigen gesprochen habe, die sich versucht hat, das Leben zu nehmen, weil sie es nicht mehr in Moria aushalten konnte. Aber wenn wir sie dann dazu durchspielen, durchreden, durch Zeit, durch Geduld, dazu überzeugen kann, dass es doch Hoffnung gibt, dass es das Leben, dass es das Leben wert ist, weiterzuleben. Und für mich sind das einfach solche Herzensgeschenke, die mir immer wieder Kraft geben, um weiterzumachen. Und deswegen gehe ich auch gerne an den Katastrophen nah dran. Vielen Dank. Bevor ich Ihnen die Möglichkeit gebe, Fragen zu stellen an die Katrin, möchte ich Ihnen noch ein bisschen mehr zu den Einsatzorten sagen. Katrin, du warst ja nicht nur in Moria, ich habe es mir hier aufgeschrieben, weil es so viele sind, das sind, glaube ich, nicht einmal alle. Du warst auf dem Rettungsschiff von Ärzte ohne Grenzen auf dem Mittelmeer, du warst in der Türkei, um dort für Menschen aus Syrien Hilfe zu leisten, du warst diesen Jänner im Westjordanland, du bist im September aus Gaza zurückgekommen und du gehst Anfang nächsten Jahres wieder nach Moria. So viele Seifenblasen kann ich dir gar nicht wünschen. Ich habe immer ganz viel dabei. Ja, ich möchte Ihnen die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen. Wenn wir sie nicht hören, dann komme ich einfach zu Ihnen. Sie sprechen ins Mikro und dann gehe ich zurück zum Tisch. Wir haben nur das eine. Gibt es von Ihrer Seite schon eine Frage an die Katrin Klatz-Bobeck? Einsatz, also wie lange hält man es aus oder wie lange darf man dort sein?
Ja, das kommt ganz auf das Projekt an. Als ich in Ägypten gearbeitet habe, war das 6 Monate. Jetzt in Gaza war ich 5 Wochen. Es kommt sehr darauf an, wie die Bedingungen sind, wie gefährlich es ist, auch wann ich kann. Es ist, manchmal kann ich länger und manchmal kann ich kürzer weg. Es war so viel die Rede von Kindern, das ist wirklich erschütternd. Aber der alte Mann, der mit Gürtel gehindert werden musste, sich umzubringen, er ist sehr alt, glaube ich. Er hat Schmerzen, er ist wahrscheinlich nicht gesund. Er hat keine Aussichten. Kinder haben das ganze Leben vor sich, da kann sich noch hoffentlich vieles ändern. Bei dem alten Herrn, so habe ich es empfunden, sehr wenig. Bitte mich jetzt nicht falsch zu verstehen, aber warum lässt man nicht diesen letzten Willen in Würde gehen? Ja, das ist eine gute Frage. Gerade dieser Beispiel, er war nicht so alt, er war gerade 28, also kein alter Mann. Aber ich habe auch mit älteren, mit richtig alten Frauen und Männern gearbeitet. Sie würden ja nicht in Würde gehen. Sie würden ja in Verzweiflung gehen, weil sie in Bedingungen leben, die einem krank macht, weil sie die Hoffnung verloren haben, weil sie so lange in der Unsicherheit gelebt haben. Und noch dazu kommt, ich habe eine ethische Verantwortung, Menschen zu helfen. Das kommt mit meinem Beruf einfach mit. Das ist jetzt ein ganz anderes Thema, aber meine Großmutter ist in Würde gegangen. Sie hat sich selber dann einschlafen lassen, indem dass sie Tabletten genommen hat. Und das war was ganz anderes, denn sie ist wirklich in Würde gegangen, sie wollte nicht mehr. Diese Menschen würden aus Verzweiflung gehen, weil sie die Hoffnung verloren haben, weil wir ihnen Bedingungen anbieten, die wirklich zu verzweifeln sind. Da möchte ich gleich einhaken. In dem Buch geht es auch an einer Stelle um unmögliche Entscheidungen. Und das sind ja Menschen im Prinzip wie wir, die Dinge, Entscheidungen treffen müssen, die, glaube ich, jeden Menschen brechen würden. Kannst du uns da ein bisschen was drüber erzählen? Ja, es ist ja so, auf der Flucht ist man, für die allermeisten ist es so, dass sie eben Anschleppern, wie heißt das jetzt auf Deutsch, angewiesen sind. Weil eben alle Grenzen zugeschlossen sind. Es gibt kein legaler Weg jetzt mehr nach Europa. Das heißt, alles ist geschlossen. Und das Einzige, wozu das führt, ist eben, dass Leute Schlepper zahlen müssen, um einen Hinterweg zu finden. Sie müssen weiterreisen, sie müssen das Leben riskieren und sie müssen furchtbar viel zahlen. Und das ist eine sehr brutale, ein sehr brutaler Business, die eigentlich nichts scheuen. Ich schreibe in dem Buch über eine Mutter, die ich getroffen habe. Wir standen dann im Lager und haben eben, ja, ich habe mit ganz vielen Menschen gesprochen und plötzlich kommt diese Dame und sie ist deutlich verzweifelt und zeigt auf ihrem Telefon und sagt die ganze Zeit, meine Kinder, meine Kinder. Und ich habe als erstes nicht verstanden, ja, was sind denn mit diesen Kindern? Sind sie krank? Fehlt ihnen die Papiere? Was ist los? Und sie erzählt dann, dass als sie mit dem Boot rüberfahren sollten aus der Türkei nach Lesbos, sie war alleine mit 3 Kindern unterwegs und da wurden die 2 ältesten Kinder oder Mädchen in ein Boot gestopft und es ist buchstäblich gestopft, es ist so voll und die Boote kollabieren ja auch oft aufs Wasser. Und sie und ihre kleinste Tochter sollten eben ins andere Boot. Und da hat sie als Mutter gesagt, mir kommt nicht in Frage. Wieso, ich verlasse ja meine Kinder nicht, selbstverständlich nicht. Da hat sie eine Pistole an den Kopf gekriegt und hat gesagt, entweder gehst du jetzt in das Boot oder ich erschieße dich. Und ich habe Menschen betreut, die in Griechenland ankamen mit Schutzwunden, weil die Schlepper sie geschossen haben, weil sie nicht gehorcht haben. Na gut, diese Mutter ist ins Boot gestiegen und hat, solange es ging, noch versucht zu sehen, wo ist das andere Boot. Sie hat es aber dann aus dem Auge verloren und jetzt 3 Tage später wusste sie immer noch nicht,
wo ihre Kinder waren. Und diese Wahlen zu treffen, das ist ja nichts, was wir machen möchten. Es ist kein Mensch auf der Welt, keine Mutter auf der Welt macht sowas, wenn man nicht gezwungen ist. Was ich aber rein psychologisch dann sehe, wenn ich dann auch im Lager arbeite, ist eben, dass so eine Selbstkritik oder Scham aufkommt. Wie konnte ich das machen? Was bin ich für eine Mutter, die meine Kinder so verlassen habe? Aber sie wurden eben dazu gezwungen. Aber es heißt, du musst, weil du keine andere Wahl hast. Wenn du weiter leben willst oder weiter reisen willst, musst du manchmal diese unmöglichen Entscheidungen treffen. Denn was für mich und vielleicht auch für manche Eltern, die Kinder in Psychotherapie haben, neu war, ist, wie Psychotherapie auf den Körper wirkt, wenn man sieht, einen Menschen vielleicht nur reden oder ein Kind zeichnen oder ein Kind spielen, aber das macht was mit dem ganzen Körper, wenn Kinder Seifenblasen blasen oder fangen, wenn Kinder, ja, einfach spielen, bewirkt was. Was macht das? Ja, das hört sich ja vielleicht komisch an, aber in Moria sowie in Gaza oder wo auch immer ich bin, ich spiele ganz viel. Und das hört sich ja komisch an, dass man mitten in der Katastrophe spielt. Aber Spielen ist eigentlich so ein psychologisches Kinderei. Es hat drei super gute Sachen an sich. Das eine ist, dass die Kinder eine Pause kriegen von Sorge, von Kummer, von ja, einfach mal so einen Raum, wo das ganze Elend nicht existiert. Das ist gut an sich. Und alle Kinder in Moria haben ja alle ihre Traumata in ihrem Heimatland oder während der Flucht, wo sie eben auch Schlimmes erlebt haben. Und das heißt, sie sind immer angespannt. Sie haben Mühe zu entspannen, zu schlafen, und dadurch atmen sie auch sehr schlecht. Und das stresst das Nervensystem noch mehr. Wir wissen ja alle, wenn wir gestresst sind, dann atmen wir nicht richtig durch, ne? Und das ist mit den Kindern genauso. Und mit Erwachsenen kann ich dann, oder Jugendliche kann ich dann Atemübungen machen oder Entspannungsübungen. Aber mit Kindern, sie verstehen nicht warum und sie schaffen es nicht ganz. Aber wenn man Luft holen muss, um einen Ballon aufzublasen oder Saufenblasen zu blasen oder wir spielen Verstecken und man kommt außer Puste, dann atmet man richtig durch und das beruhigt das ganze Nervensystem. Und noch dazu kann man durch Spielen auch Traumata bearbeiten. Und deswegen ist das sieht komisch aus, aber es macht totaler Sinn, rein therapeutisch. Und manchmal auch nur, dass wir lachen können. Ich schreibe gerade ein Buch über Gaza und die Erlebnisse da und auch da haben wir ganz viel gelacht, weil wir das als Menschen auch brauchen, um zu entspannen, um auszuhalten, um Zusammenhalt, dieses Gefühl, wir stecken drin zusammen, das ist eben ganz wichtig. Können Sie berichten über die Situation in Gaza und es sind ja sehr wenige zugelassen, sozusagen dort, die hinein können und uns allen hier auch berichten können, wie die Situation dort für die Flüchtenden ist. Warum ist das so und wie sieht es aus? Wie ist Ihre Erfahrungen dazu? Ja, das mache ich gerne, denn für mich hängt auch, was in Moria geschehen ist und geschieht, hängt sehr, sehr dicht mit Gaza zusammen, in dem Sinne, dass wenn Menschen gebombt werden, flüchten sie. Hätten wir alle getan. Und wenn sie jetzt sind, also aus Gaza können sie nicht raus, es ist total geschlossen, man kommt nirgendwo hin, wenn man Sicherheit suchen wollte. In Libanon flüchten sie erstmal nach Syrien, das ist keine gute Option, das heißt, irgendwann mal, glaube ich, werden viele nach Europa versuchen zu kommen, einfach, denn wo sonst sollen sie denn hin? Und dann ist eben die große Frage, wir haben jetzt gesehen, wie es in Moria gewesen ist und zum Teil immer noch ist, also in Moria 2.
Und schaffen wir diese Solidarität, die wir den Leuten jetzt in Gaza zeigen und sagen, es tut uns leid, dass ihr gebombt werden, zu übertragen, wie wir sie behandeln, wenn sie hier sind. Das heißt ja nicht, dass alle nach Europa kommen können oder sollen. Das heißt auch nicht, dass alle eine Aufenthaltsgenehmigung haben sollen. Nur wenn sie erstmal auf europäischem Boden sind, dann ist es ja unsere Wahl, zu entscheiden, wie wir sie behandeln. Etliches ähnelt sich, was ich in Gaza gesehen habe, was ich auch in Moria gesehen habe, in dem, dass die Kinder eben stark traumatisiert sind, dass diese Unsicherheit, nicht zu wissen, wann hört es auf oder wann kann ich weiterreisen, sehr, sehr stark die Kinder beeinflusst. Sie machen sich sehr viel Sorge um ihre Zukunft. Sie vermissen ihre Schule, ihre Freunde, ihre Heimat. Das ist alles das Gleiche, ob man in Moria ist oder ob man in Gaza ist. Der große Unterschied ist, dass sie sich jeden Tag fürchten, umgebracht zu werden. Oder dass Menschen, die sie lieb haben, sterben. Und diese Furcht, für manche von den Kindern führt es zu extremen Panikattacken. Sie schreien auf eine Art und Weise, wo man, ja, und jetzt fange ich an zu heulen, denn das geht zum Herzen, wie ich es noch nie erlebt habe. Es ist ein Todes- oder Todesfurcht, wo man die Kinder kaum beruhigen kann. Die haben so eine starke Angst. Es dauert lange, 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 ehe sie aufhören zu schreien, auch wenn wir alles machen, was wir können, um sie zu beruhigen. Und für mich ist das der Geräusch des Krieges geworden. Diese Todesängste bei den Kindern, weil sie ja jeden Tag erleben, dass die Bomben fallen. Im Krankenhaus hören wir sie die ganze Zeit. Es ist alles total willkürlich, auch in dem sogenannten sicheren oder humanitären Zone wird gebombt. Und man kann sich nirgendwo sicher fühlen. Warum ich eben so für diese Kinder in Moria kämpfe, ist ja gerade, weil die Bedingungen, die wir jetzt in den griechischen Lagern oder europäischen Lagern anbieten, das macht den Kindern krank. Es ist ein zugeführtes Leiden, was nicht nötig wäre. Diese Lager sind alle von mein Steuergeld, ihr Steuergeld gezahlt und wir könnten es anders. Und gerade deswegen gebe ich nicht auf. Gerade weil ich weiß, wir können es anders, wir sollten es anders und die Kinder haben es verdient. Ja, danke. Und dennoch machst du immer weiter, weil du die Hoffnung nicht aufgibst. Ja? Und das ist wichtig und das ist auch ganz wichtig am heutigen Abend, dass wir hinausgehen und nicht die Hände in den Schoß legen, so hast du mir es gesagt, sondern dass wir wissen, vielleicht nicht jeder Einzelne ganz alleine, aber gemeinsam können wir viel schaffen. Und daran zu glauben, dass wir gemeinsam viel schaffen können, das hilft den Menschen. Und wenn Sie das Buch weiterempfehlen und wenn Sie von der Veranstaltung berichten, dann hilft uns das. Weil das Schlimmste ist, wenn wir auf die Menschen vergessen, egal ob sie auf Lesbos in Moria leben, ob sie in Gaza sind, ganz egal wo sie sind. Ja? Die Menschen brauchen uns, weil wir ihnen eine Stimme geben. Aber ich mag auch das... die Frage über, was kann jeder Einzelne von uns tun, denn jeder Einzelne kann was tun. Man kann Unbegleitete betreuen, das ist eine Riesenaufgabe. Vielleicht kann man das machen, vielleicht auch nicht. Vielleicht kann man Nachhilfeunterricht geben, wenn man Pädagogin oder Pädagoge ist oder bei Schulaufgaben helfen. Aber ich habe auch so, so viele auf der Flucht getroffen, wenn ich sie dann in Moria entweder am Strand oder in Moria getroffen haben und ich sie angelächelt habe, haben so viele gesagt, das ist das erste Mal, dass ich ein freundliches Gesicht gesehen habe, seit Jahren. Denn sie sind aus dem Krieg geflohen oder sie waren in irgendeinem Internierungslager in Libyen oder die Schlepper haben sie verprügelt.
als Mensch zu behandelt werden und freundlich angelächelt werden, ist an sich auch was Wichtiges. Und das Tolle, Tolle, Tolle dabei ist, ist unsere, also die Nerven, die jetzt mit Gesichtszüge verbunden sind, unsere eigene Gesichtszüge, ne, nicht Züge, heißt es Mimik, so heißt es, Gesichtsmimik verbunden ist, aber auch wie wir andere Mimik auffassen, ist mit unserem Inneren verbunden. Mit dem Herz, mit Blutumlauf, mit Verdauung, mit Hormone. Und das heißt, wenn Sie mich jetzt nett anlächeln, wird mein Herz ruhiger. Das heißt, ich kriege jetzt auch weniger Stresshormone als am Anfang, weil ich ein bisschen gestresst war, als ich anfing. Ich kriege mehr Dopamin in mein Gehirn, einfach weil Sie lächeln. Und da ist eine Superkraft da drin. Jemanden, der ein bisschen traurig ist oder der sich allein fühlt, der seit Jahren nicht als Mensch nett angelächelt worden ist, das ist schon eine Handlung der Menschlichkeit. Und ein Lächeln haben wir alle übrig, auch wenn wir nichts anderes machen können. Es ist sehr leicht, die Hoffnung zu verlieren. Es gibt genug Gründe. Aber ich glaube, wir hoffen, dass wir es irgendwie mit einer Aktion, mit einem Leseabend, mit das, was auch immer, eine Spende lösen können. Und das können wir natürlich nicht. Das ist ein Marathon, es ist ein Supermarathon. Und keiner kann den Marathon alleine laufen. Also auf jeden Fall nicht diesen. Es geht ja nur, wenn wir wirklich zusammen sind. Und Sie sind heute Abend hierher gekommen. Und für mich ist das immer so ein Energiepuff, wo ich denke, ach, ich bin nicht alleine. Es gibt mehrere, die sich kümmern, die was wollen, die das nicht akzeptieren können. Und das alleine gibt mir auf jeden Fall Hoffnung, dass wir weitermachen können und sollen. Und die Berlinmauer ist nicht gefallen, weil einer was gemacht hat oder weil ein Politiker das entschlossen hat. Es war, weil ganz viele Menschen zusammengetreten sind und haben gesagt, wir wollen nicht mehr, wir wollen eine Änderung. Apartheid, ich bin mit dem Kampf gegen Apartheid in Südafrika aufgewachsen. Das war auch nicht, weil eine Person mal was gesagt hat. Es war eben, weil wir zusammen in Demos gegangen sind, boykottiert haben, in den Zeitungen geschrieben haben, zu Lesungen gekommen sind. Und wenn einer müde war und gesagt hat, ach, ich kann nicht mehr, ich habe keine Hoffnung mehr, dann hat der andere gesagt, ach, jetzt machen wir doch ein bisschen weiter. Und haben uns eigentlich wie so ein Tulpenstrauß untereinander unterstützt. Sie wissen, wenn man einen Tulpenstrauß hat, dann ist oft eine Tulpe, die dann irgendwann mal so mit dem Kopf hängt und denkt, ach, jetzt will ich nicht mehr. Ne? Was machen wir denn dann? Dann nehmen wir die eine Tulpe und setzen sie mitten in den Strauß rein, damit er Unterstützung kriegt. Ne? Damit der ein bisschen länger noch aushält. Und genauso denke ich, wir können alle ein Teil dieses Tulpenstraußes sein, wo man einen Tag nicht so viel Kraft hat, aber wir können uns an jemand anders anlehnen und die haben dann die Kraft. Und so können wir eben dieses Marathon zusammen laufen. Und irgendwann mal kommt der Frieden auch nach Gaza. Irgendwann mal, und ich glaube ganz stark dran, werden wir sagen, wir können nicht Menschen so unmenschlich behandeln, wie wir jetzt in Europa machen. Denn alles hat ein Ende, nur wir müssen dafür sorgen, dass er so schnell wie möglich kommt. Und deswegen möchte ich Ihnen auch ganz, ganz herzlich danken, dass Sie heute gekommen sind. Ja, an dieser Stelle bleibt mir noch, mich zu verabschieden und ja, Ihnen zu danken. Vielen, vielen Dank. Sie alle mit Ihrem Interesse, mit Ihrer Unterstützung machen unsere Hilfe von Ärzte ohne Grenzen erst möglich. Vielen, vielen Dank. Und mein Einkommen von dem Buch geht auch an Ärzte ohne Grenzen, also so unterstützen Sie auch. Ja.